So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute gemeinsam mit Markets. Es ist Mittwoch, der 19. Januar 2022. Und natürlich wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Nach dem in Anführungsstrichen inoffiziellen Start in die Handelswoche. Montag waren ja die US-Equity-Märkte geschlossen. Martin Luther King Day. Futures wurden nur verkürzt in den USA gehandelt. Infolgedessen gab es eigentlich einen verhältnismäßig ruhigen Wochenstart. Aber gestern sauste dann der Zinshammer in Anführungsstrichen auf die Märkte herab. Und besonders der Tech-Bereich hat erneut massive Abschläge zu sehen bekommen. Der Bruch unter die Aufwärtstrendkanalbegrenzung in dem Zusammenhang im Nasdaq 100 ist jetzt definitiv erfolgt. Und die 15.000er-Region haben wir jetzt auch schon infolge dann schwacher Vorgaben vom asiatischen Markt begonnen in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Und langsam laufen wir so allerdings in einen so bärischen Modus, dass es doch schon ein bisschen, ja, vielleicht arg übertrieben ist, zumindest kurzfristig. Also ich glaube, besonders wenn man sich dann von einigen, in Anführungsstrichen, Crash-Propheten, so möchte ich sie mal bezeichnen, im Fintwit-Bereich zum Beispiel einige Tweets anschaut, ich weiß nicht so richtig, das ist zu viel, das ist zu klar, also wo der Markt jetzt, in welche Richtung der Markt geht. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir nächste Woche Mittwoch ja ein ganz entscheidendes Notenbank-Event haben, nämlich die FED-Sitzung. Und desto mehr, in Anführungsstrichen, Hawkishness, also das heißt eine restriktive Geldpolitik, wir jetzt einpreisen, desto größer natürlich dann die Chance einer scharfen Gegenbewegung. Nicht, dass da irgendwelche weitreichenden Kommentare gemacht werden, aber wenn nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird, also ins hawkische Feuer gegossen wird an der Stelle, und das ist kaum möglich, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt zum Beispiel am Zinsmarkt zu sehen bekommen, mit dem Push in 10-jährigen US-Zinsen auf mittlerweile fast 1,9%, im Hinblick auf die Reduktion, die Geschwindigkeit der Anleiheaufkäufe von jetzt 15 auf 30 Milliarden, verkündet bereits auf dem Dezember-Meeting. Das bedeutet also, dass man im März bereits die Anleiheaufkäufe im Rahmen dieses, nennen wir es mal, Corona-QE-Programms, welches man dort im Gegenwert von 120 Milliarden US-Dollar den Weg gebracht hat, dass die dann auf Null zurückgefahren sind und dann gleichzeitig eine Zinsanhebung seitens des Marktes erwartet und dann auch weitere drei Zinsschritte im Laufe der kommenden Monate einpreist. Jetzt aktuell macht sogar die Runde, dass der ein oder andere erwartet, dass man infolge des steigenden Inflationsdrucks vielleicht sogar eine 50 Basispunkt Zinsanhebung sieht seitens der Fed, also 0,5%. Das letzte Mal war das, glaube ich, in 2000 der Fall. Was danach folgte mit dem Pop der Dotcom-Bubble, ja, das ist allen durchaus noch vielleicht im Gedächtnis, vielleicht entfernt, einige schmerzhafte Erfahrungen. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Depotleiche aus der damaligen Zeit. Auf jeden Fall wird da viel Hawkishness eingepreist. Und ich glaube, wir sind ein bisschen overdone. Also wir haben gestern auch relative Stärke in zwei Titeln gesehen, die da durchaus von Interesse sind. Roku, die hatten wir schon zum Thema gemacht, aber auch Tesla zum Beispiel, fand ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Nicht, dass wir nicht auch in Tesla beispielsweise dann am Ende des Tages fast 2% Abschläge gesehen haben, aber für einen High-Beta-Stock ist das echt erstaunlich gewesen, wenn man sich darüber hinausgehend das Bild anschaut, ganz zu schweigen von Roku. Die hat natürlich in der jüngeren Vergangenheit schon stark gelitten, aber die hat noch nicht mal minus 1% im Minus notiert. Könnte ein Indiz sein, dass das vielleicht zwei Kandidaten sind, die ganz besonders dann infolge einer Aufhellung dort hier der Gesamtsituation outperformen. Wir werden einen Blick werfen natürlich auf die Akquisition Microsoft von Activision Blizzard. In dem Zusammenhang lief gestern über den Ticker. Auch eine ganz interessante Konstellation, wenn man sich jetzt den Chart bzw. den Kurs anschaut, zu welchem die Akquisition stattfinden soll und zu wo ADVI, also das ist das Ticker-Symbol von Activision Blizzard, jetzt eben tatsächlich handelt. Da werfen wir einen Blick drauf. Wir werfen einen Blick natürlich nochmal auf Gold. Wir werfen einen Blick auf den Euro-US-Dollar. Der ist gestern sehr deutlich, dramatisch wieder unter die 1,14er-Marke gerutscht. Das Long-Setup, was ich dort jüngst gezielt hatte, noch zum Wochenbeginn, ist damit definitiv vom Tisch. Und ja, jetzt ist da vielleicht ein weiteres Abwärtspotenzial gegeben. Also wir werden auf jeden Fall einen Blick werfen. Auf diverse Märkte haben definitiv eine Packed Agenda. Bevor wir offiziell starten, hier einmal der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst mit diesem natürlich vertraut. Dann gehe man auf markets.com/de. Dort kann man eine Demo runterladen und kann dann kostenlos und risikofrei den Handel mit dem Handel sich vertraut machen. Wenn man dann feststellt, dass das Risikoprofil und die entsprechende Volatilität hierfür geeignet ist, persönlich ist der Weg zum Live-Konto ebenfalls schnell möglich. Alle weiteren Informationen inklusive des vollständigen Risikohinweises auf markets.com/de. Dort findet ihr natürlich dann auch die Möglichkeit, weitere Informationen zu den darüber hinausgehenden Produkten, die Markets anbietet, zu erhalten, physische Aktien oder beispielsweise auch ETFs. Schreibt gerne der Elena eine E-Mail, wenn ihr weitere Fragen haben solltet. Kontaktiert mich gerne jetzt einmal hier während des Live-Events in der Chatbox. Schreibt gerne Kommentare unterhalb des Videos. Geht gerne rüber auf meine Webseite, jcaminostrading.com/forum.
Dort habt ihr eine Trading-Chatbox, die ich jeden Tag für den jeweiligen Handelstag eben aufsetze, wo ihr euch mit mir, aber auch mit anderen Tradern austauschen könnt zu den Märkten, Fragen stellen bzw. Einschätzungen teilen. Schaut gerne in der Discord-Community vorbei, schaut gerne bei Twitter vorbei, dort könnt ihr mir folgen unter jens@jensklattfx. Schickt mir gerne eine E-Mail ebenfalls und ja, soweit zur Einleitung. Hier blicken wir zack einmal in die Markets X Handelsplattform auf den DAX. Bevor ich beginne, räume ich hier mal ganz kurz ein bisschen auf. Schau jetzt nochmal, ob hier auch alles gut gestreamt wird. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Hinweis von Tore. Silber hat im Vergleich zu Gold tatsächlich aktuell bullische Outperformance gesehen. Ist vielversprechend. Also wir sind noch unterhalb der 24. Aber nichtsdestotrotz, Bruch höher und halten könnte da ganz interessant sein. Könnte dann auch korrespondieren mit einem Break über die 8,30 in Gold. Da schauen wir auf jeden Fall drauf. Ich gucke noch mal ganz kurz hier einmal bei Twitch, das ist auch sehr gut, wird auch gestreamt. Dann werde ich gleich mal hier einmal den Link teilen, falls es bei YouTube Schwierigkeiten gibt. Zack. Hier habt ihr entsprechend den Link zu Twitch. Ich gebe auch gleich, weil ich gerade davon schon sprach, den Discord-Community-Link einmal hier in die Chatbox. Einen Moment. Und ich freue mich ehrlich gesagt, ich habe jetzt nämlich gerade just in diesem Moment, wenn ich hier draufklicke, sofort die Headline zu der gestrigen Akquisition, die über den Ticker lief. Es sah gestern eigentlich relativ unspektakulär aus und dann plötzlich waren alle Gaming-Stocks, wie Electronic Arts beispielsweise, Kürzel ist EA, also EA, ja, kennt der eine oder andere vielleicht noch den FIFA-Trailer damals von Anfang 2000, so EA, it's in the game, ja. Jugenderinnerung. Auf jeden Fall, also Electronic Arts war gestern beispielsweise heiß, Roblox war auch dann heiß, Advi war natürlich heiß, also Activision Blizzard, das sind halt diese klassischen Gaming-Stocks und das ist ein potenzielles Metaverse-Play, was da stattfindet. Wir werden gleich auch in Detail drauf eingehen, aber der ein oder andere wird es vielleicht erkennen. Letzte Woche hatten wir ja hier die Insider-Trades zum Beispiel von diversen US-Kongressabgeordneten Ende Dezember zum Thema gemacht. Da sollte man eventuell mal genauer hinschauen, denn eine gewisse Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Kongresses, die hat auch Roblox-Calls gekauft. Und diese Roblox-Calls mit einer Laufzeit von nunmehr 12 Monaten haben jetzt zwar im ersten Moment nichts mit Activision Blizzard zu tun, aber wenn man zwischen die Zeilen schaut, dann sieht man schon sehr genau, dass auch Roblox ein potenzieller Übernahmekandidat eines Tech-Giganten ist, um sich im Metaverse zu positionieren. Denn das ist der einzige Grund, warum sich Microsoft in diese Richtung positioniert. Also da werden wir auch noch einen Blick drauf werfen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Also letzte Woche hatte das vielleicht einen leichten seltsamen Touch im ersten Moment. Ja, auch wenn ich den Punkt gerne nochmal machen würde, dass ich das einfach unfair finde, schlichtweg. Das hat nichts mit freiem Markt zu tun, wenn man auf Insider-Informationen diese Insider-Informationen als Politiker nutzt, um dann entsprechend aktiv in Aktien zu traden mit Unternehmen, mit denen man da in irgendeiner Form konfrontiert ist, beziehungsweise über die man dort politisch richtet, in Anführungsstrichen, besonders gesetzlich. Aber daneben ist es eben auch eine wichtige Information, weil wir darüber hinausgehend, neben jetzt mal dem moralischen Aspekt, sicherlich auch für unser Trading eventuell Rückschlüsse ziehen können. Da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Aber zunächst einmal, wie gesagt, der Blick auf den DAX, das ist stark. Das ist mega stark, was wir gerade sehen. Ich hatte heute früh schon ein bullisches Bild skizziert gehabt. Hier, ich hatte mit leichter Verzögerung die Open Range Betrachtung geschrieben. Also normalerweise hätte ich mit dem Close eigentlich dieser 5-Minuten-Kerze hier unterhalb des EMAs, hätte ich gesagt, der Vorteil ist so lange short, wie wir unterhalb des EMAs eben hier traden. Ich habe dann allerdings, wie gesagt, wenige Minuten danach den Post erst abgesetzt. Das kann man hier auch in der Trading-Chatbox übrigens sehen. Hier, ja, da ist der Zeitstempel. Ist der da eigentlich drin? Nee, nicht drin. Okay. Ich dachte eigentlich, dass man hier sehen könnte, wie viel Uhr ich das gemacht habe. Aber egal. Also auf jeden Fall, man kann es ja in einem Chart hier erkennen, dass das offensichtlich die Kerze ist, die den EMA zurückerobert. Und da kann man es schon sehen. Ich habe schon hier, auch wenn diese Kerze zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlossen war, aber schon geschrieben, dass ich den Intraday-Vorteil mit Rückeroberung des EMA auf 5-Minuten-Basis zunächst long sehe. Übergeordnet muss nun erstmal die 15,8 zurückerobert werden. Deswegen ist das noch nicht überzubewerten. Aber zumindest mal Intraday würde ich mich jetzt hier vorsehen, die Short-Position eine Short-Position einzugehen oder darauf zu spekulieren, dass wir nochmal abdrehen und eben einen Flush in Richtung eben dann der 15.500er-Region zu sehen bekommen. Das, was wir derzeit vom DAX geliefert bekommen, das ist wirklich eine starke Reaktion und mit Sicherheit auch so ein bisschen vielleicht dem Umstand geschuldet, dass das Sentiment übergeordnet doch recht bärisch geworden ist. Weil irgendwie ist es doch klar, ne? Also in Anführungsstrichen klar, das ist so der allgemein sich etablierende Sprech. Es gibt ja nur eine Richtung infolge der anziehenden Zinsen. Es ist auch global makroökonomisch es ist möglich, das zu erklären.
die Entwicklung, die wir hier im Zins zu sehen bekommen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns an der Stelle eben auch vor Augen führen, dass aktuell davon eben vieles schon eingepreist ist. Und diese Übertreibung auf der Unterseite, kurzfristig jedenfalls, scharfe Gegenbewegung durchaus realistisch werden lässt, eben weil die Fed eigentlich darüber hinausgehend wenig liefern kann, geldpolitisch an mehr Stimulus oder beziehungsweise mehr Stimulus, sage ich schon, mehr restriktive Haltung, also noch restriktiver in irgendeiner Form agieren. Das wird sie nicht tun, um die daraus resultierende, zu erwartende starke Volatilität in den Finanzmärkten einfach möglichst klein zu halten. So, und das wiederum bedeutet dann nichts anderes, dass man vielleicht sogar eher auf der Seite so ein Cap sieht, also im Hinblick auf mehr restriktiven geldpolitischen Kurs, also Cap in dem Zusammenhang mit anziehenden Zinsen. Stattdessen vielleicht sogar eher in die Richtung gehen sollte, jetzt zieht man vielleicht Komponenten heran wie die enttäuschenden Retail-Sales-Zahlen und die Situation am Arbeitsmarkt in irgendeiner Form, dass man da irgendwelche Beobachtungen macht, die sagen, naja, das ist nicht wirklich stabil, das Risiko besteht, dass es hier früher oder später zu einem deutlichen Stagnieren der Erholungsbewegung der US-Konjunktur post der Corona-Pandemie kommt. Und wenn wir das eben mit einbeziehen, dann sehen wir eigentlich in Bezug auf Hawkishness nur wenig Spielraum, eher, dass wir hier zurückrudern sehen. Oder zumindest mal, dass der Markt vielleicht so ein Buy the Rumor, Sell the News gerade zu sehen bekommt. Also erstmal eine Bestätigung in Anführungsstrichen dieses aktuell eingeschlagenen geldpolitischen Kurs, den der Markt einschlägt, besonders wenn man sich das Fed-Watch-Tool anschaut und die Erwartungshaltung in Bezug auf den Leitzins jetzt für die kommenden 12 Monate, die Entwicklung hier. Und dass man dann auf die News, dass man dort erstmal so ein Wait and See hat, also das heißt, dass man erstmal abwartet, wie sich die Situation dann auch konjunkturell weiterentwickelt, wie sich die Situation im Einzelhandel darstellt und so weiter am Arbeitsmarkt, dass man dann in diesem Zusammenhang eben aktiv wird, sollte es sich eine Abtrübung herauskristallisieren und geldpolitisch beginnen zurückzurudern. Aber also unterm Strich ist vieles einfach mal, dieser Hawkishness schon bereits eingepreist und der DAX, der startete ja gestern in den Handelstag schon relativ schwach, er hat diese Bearishness, besonders auch im Nasdaq, hat er nicht mitgemacht. Also das heißt etwas anders von mir, das war schon eine relativ starke Vorstellung eigentlich, die Konsolidierung um dann den 15.800er Bereich. Wir haben jetzt so einen leichten Flush nochmal gesehen auf der Unterseite und eben hier diese negativen Vorgaben, die mit Sicherheit auch getriggert werden durch dann asiatische Vorgaben, die nicht besonders sonderlich positiv waren. Aber wir sehen eben jetzt auch eine sehr starke Gegenbewegung von derzeit 150 Punkten. Das heißt also von diesen Abschlägen sind nunmehr ist nahezu alles aufgeholt worden, im Hinblick eben auf hier den Schlusskurs von gestern. Wir pendeln jetzt wieder um diesen. Und spätestens mit Rückeroberung der 15.8 wäre dann an der Stelle eventuell sogar eine Ausdehnung dieser Bewegung in Richtung dieser Trendlinie hier denkbar, beziehungsweise dann sogar mit einem Bruch und Halten dann weitere Aufschläge, die uns in Richtung der 16.000er Region und höher führen könnten. Besonders nochmal getragen durch dann eben die kommende Woche anstehende FED-Notenbankentscheidung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Kurzfristig bin ich in Bezug auf die aktuellen Entwicklungen, in Bezug auf den Bias, die Entwicklungen auch im Hinblick auf den Zins, diesen starken Anstieg und so weiter und dass vieles jetzt von dieser Hawkishness eingepreist sein dürfte, eher interessiert an einer Gegenbewegung, die bereits jetzt eingeleitet scheint. Das, was wir jetzt gerne natürlich sehen wollen würden, zwecks besserem, attraktiverem CRV wäre, also wenn Rücksetzer hier in Richtung des EMA 50 zu sehen bekommen, 5-Minuten-Basis aktuell verlaufend, so um ungefähr 15.27. Stopp der ganzen Angelegenheit würde wahrscheinlich knapp unterhalb der 15.7 liegen, tatsächlich. Den würde ich deswegen dort platzieren, weil ich dann ein Wiedereintauchen hier in die Open Range sehen würde und dann auch einen Drop unter den EMA 50. Er würde dann hier diese kurzfristige Bullishness in Anführungsstrichen erst einmal ad acta legen. Und auf der Oberseite, ich zeichne das vielleicht mal ganz kurz ein, auf der Oberseite gehen wir dann eben auf einen Test der 15.8 beziehungsweise sogar auf eine Rückeroberung. Also sprich, wir haben dann auch ausgehend hiervon die Möglichkeiten, einen entsprechenden Gameplan für so einen Long Trade hier zu formulieren. So, also so dürfte sich der EMA dann weiter darstellen. Jetzt kommt der schwarze. So, dann kommt der Rücksetzer in diesem Bereich. Mal gucken, wo es dann läge, dieses Level. Aber ich gebe jetzt mal davon aus, irgendwo um 37 dürfte das sein. Stop, den hätten wir knapp unterhalb hier dieser Ausbruchregion. Open Range. Das wäre so 15.695 wahrscheinlich. Dadurch ergibt sich ein Risiko von 35 Punkten. Und wir gehen auf der Oberseite
gehen wir auf eine Attacke der 15-8, beziehungsweise dann auf einen Follow-through sogar auf der Oberseite. Sollten natürlich, das ist die Voraussetzung, sollten sich die US-Märkte versöhnlich zeigen. Da schauen wir gleich nochmal drauf, was dafür nötig wäre. Also Bounce-Bewegung, ja. Also ich habe jetzt, das klingt alles sehr, sehr bullisch, was ich skizziere. Der DAX zeigt sich in Relation zum Nasdaq noch verhältnismäßig stark, aber wir sind bei weitem noch nicht out of the woods, sondern wie soll man sagen, wir sind bei weitem noch nicht über dem Berg. Das Risiko, dass wir hier nochmal einen Legdown zu sehen bekommen, also heftiger dann vielleicht auch gegen diese Abwärtstrendlinie abprallen und überrollen, ist definitiv weiter gegeben. Also da muss jetzt einiges seitens der US-Märkte erstmal passieren, auch hinsichtlich des Zinses, dass wir hier weitere Bullishness zu sehen bekommen, aber eben auch offenbar wird, dass sich zumindest hier, anders als gestern, diese Bearishness nicht sofort über den asiatischen Handel weiter fortsetzt. Also das heißt, trotz eines sich auf relativ hohem Niveau konsolidierenden Zinses, US-Zinses, da werfen wir gleich auch einen Blick drauf, sind wir in der Lage, eben hier eine Gegenbewegung einzuleiten. Und das ist schon mal ein erstes positives Signal. Also erstes Ziel eines solchen Trades wäre die 15.800er Region. Wenn wir jetzt, weiß ich nicht, vier Kontrakte da handeln oder sowas, dann würde ich gegen diesen Bereich eventuell 25% rausnehmen. Eine aggressivere oder beziehungsweise eher eine bärischere Einschätzung habende Trader, der wird an der Stelle vielleicht dazu tendieren, die Hälfte der Position rauszunehmen und den Kern einfach zu halten mit einem engen Stop, den er dann aus der sich ergebenden Struktur eben entsprechend trailt, also mitzieht. Und geht auf der Oberseite auf den Test der 15.900er Region, beziehungsweise würde vielleicht sogar gegen die 15.9 dann nochmal einen Teil der Ursprungsposition rausnehmen, also hier nochmal 25%, was bei vier Kontrakten einer wäre, und würde den Rest stehen lassen als Swing für die kommenden Tage mit der Erwartung, dass es eben hier zu einer Rückeroberung entsprechend diese Abwärtstrendlinie kommt und der 16.000er Region. Sollte sich diese Korrektur oder dieses übereingepreist sein oder diese Bearishness als in Anführungsstrichen so eine Art Sturm im Wasserglas herauskristallisieren. Wie gesagt, sollten wir solch ein Szenario zu sehen bekommen, würde das Herausnehmen hier von 25 bis 50% auf jeden Fall schon mal einen profitablen Trade nach sich ziehen. Dahingehend, dass man eben dann noch seinen Stop entsprechend natürlich trailen würde, das Risiko größtenteils aus dem Trade raus hätte. Und wie gesagt, man wüsste auch relativ zügig, und das ist das initial erstmal Wichtigste natürlich, wo man falsch läge, nämlich in dem Moment, wo wir eben den EMA brechen und dann unter die 15,7 rutschen würden. So, also, so die Einschätzung zum DAX, vorausgesetzt natürlich, wir kriegen solch einen Lauf überhaupt zu sehen. Alternativ wären oder bekommen wir hier eine Rückeroberung der 15,8 zu sehen und dann halten, woraus sich dann eventuell über die Folgestunden eine enge Konsolidierung herauskristallisiert, welche wir dann long handeln würden, auch wenn das CRV-technisch nicht so attraktiv wäre wie das Szenario, was ich gerade skizziert habe. So, das also zum DAX. Dann werfen wir mal hier auf den Tech-Bereich, der jetzt hier übrigens die Abschläge von gestern zum Schluss komplett wieder aufgeholt hat. Das ist erstmal ein solides Zeichen. Also besonders interessiert natürlich, ich bin weiter ja befangen, Long-Position in Tesla, besonders in Antizipation starker Earnings und dergleichen. Tesla hat gestern, genau wie Roku auch, aber übergeordnet nochmal recht stark einfach performt, auch schon die letzten Wochen eigentlich. Und das ist etwas, wo ich jetzt sehr gespannt bin. Nicht gestaunt bin, gespannt bin. Ich bin einfach gespannt, ob Tesla bei solch einer sich jetzt hier abzeichnenden Erholung und so einem kurzen Überschießen vielleicht auf der Unterseite, das ist ja durchaus brisant, was gestern passiert ist. Das sollten wir ja nicht unterschätzen. Also, wie gesagt, wir ordnen das mal ganz kurz ein, jetzt in Bezug auf den Nasdaq. Wir sind aus dem Aufwärtstrendkanal auf der Unterseite rausgebrochen. Das kann man hier, glaube ich, recht deutlich offensichtlich erkennen. Wir sind unter diese Range-Begrenzung, also wir sind unter diese sogenannte Kreuzunterstützung gefallen. Und nicht nur das, sondern wir haben auch noch gestern den Schlusskurs gesehen, hier, 21 oder 22 Uhr, im Bereich um 15,2, 15,230 war es. 15,2, ne? So ungefähr. Ja, 15,2. Weswegen ist das brisant? Naja, wenn wir den Chart jetzt mal zusammenstauchen, geht das überhaupt so weit zurück? 15,2? Ja, nee, nicht. Einen Moment. So. Das ist deswegen brisant. So weit kann man den gar nicht hier zusammenstauchen. Aber dass der Schlusskurs, Entschuldigung, der Schlusskurs, das Tief der vergangenen Handelswoche, also von vergangener Woche Montag, als erstmalig diese Attacke hier auf die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung stattgefunden hat, also die ernsthafte, und dieses, wo wir dann
einen sehr starken Schluss zu sehen bekommen haben. Also wir überschossen erstmal auf der Unterseite und haben dann Käufer gegen diesen Bereich reinkommen sehen. Also wir gapten im Grunde genommen tiefer in Bezug auf den Schlusskurs von Freitag, in Bezug auf die Qs, das ist der ETF auf den Technologiesektor. Wir gapten tiefer. Wir sahen hier dann eine entsprechende starke Umverteilung in diesem Bereich. Wir konnten diese Tiefs halten und drehten dann und sahen hier, besonders durch die Kommentare von Jay Powell in Bezug auf seine Renominierung vor dem US-Kongress, sahen wir dann eben entsprechend ein starkes, naja, Reversal will ich nicht sagen, aber ein Retest mindestens mal der 16.000er-Region. Und das war natürlich ein Schlüsselbereich, den wir gestern angelaufen sind, aber nicht unterschritten haben. Also zumindest mal nicht auf Schlusskursbasis. War allerdings haarscharf. Und also hier waren die Bullen jetzt gefordert. Durch den asiatischen Handel haben wir dann eben im Nasdaq Future jetzt einen Fall unter dieses Niveau zu sehen bekommen. Sind fast ein bisschen gefilde hier der 200-Tage-Linie gelaufen. Also hier ist die 200-Tage-Linie. Das ist ganz interessant. Also ich habe jetzt an mehreren Stellen gelesen, dass die gestern wohl unterschritten hat werden sollen. Ich muss an der Stelle allerdings sagen, ich weiß nicht in Bezug auf was diese Ausführung war, ob der Nasdaq da als Kasse herangezogen worden ist. Also wir haben ja hier den Nasdaq CFD, also Nasdaq 100, der als Referenzmarkt den Future heranzieht. Und demnach sind die Kurse natürlich im Hinblick auf Eröffnung und Schlusskurs anders als jene, die wir im Nasdaq Kasse zu sehen bekommen. Und demnach kann es durchaus sein, dass die 200-Tage-Linie da unterschritten wurde, aber hier war es erstmal nur ein Test. Wenn es denn ein Schluss unterhalb gewesen wäre, dann wäre es der erste tatsächlich seit hier Corona gewesen und dem Unterschreiten. Seitdem handeln wir, im Grunde genommen, nachdem wir es rückerobert haben im April 20, handeln wir oberhalb der 200-Tage-Linie. Ich glaube, das ist einer der stärksten Bullruns aller Zeiten. Das gleiche gilt auch in ähnlicher Konstellation für den S&P 500 übrigens. Und also nunmehr haben wir jetzt die Attacke gesehen, konnten den allerdings, wie gesagt, in der ersten Attacke halten. Und wir konnten das nicht nur halten, sondern durch die europäischen Vorgaben sehen wir eben jetzt auch eine wirklich starke Gegenbewegung, die allerdings erstmal nur aus rein technischen Gesichtspunkten eine Rolle spielt. Wirklich aufhellen wird sich das Bild erst, wenn wir einen Tagesschluss oberhalb hier von 15,5 zu sehen bekommen und somit innerhalb dieser Range, die sich herausgebildet hat, schließen. Dann könnten wir sagen, das war einfach nur eine Übertreibung auf der Oberseite, hat vielleicht auch dann entsprechende Umverteilung sicherlich nach sich gezogen, was wir mal machen könnten übrigens in der Konstellation, weil wir hier auf den CFD blicken. Wir machen mal Folgendes: Wir wollen sowieso mal auf den Zins schauen. Hier sehen wir diese sehr, sehr bullische Bewegung, die uns in Richtung 1,9% führt. Aber was uns jetzt gerade interessiert, ist viel mehr eigentlich die Qs, die Qs, die Qs, die Qs. Hier, das ist der ETF. Und was wir jetzt machen, ist, wir blicken mal auf das dort gehandelte Volumen gestern. Und zwar nicht auf der Stunde, sondern auf dem Tag. So. Na, nicht herausragend, aber immer noch deutlich oberhalb des Durchschnitts liegend. Also es werden ungefähr 50 Millionen Stücke in den Qs gehandelt. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, woher ich das weiß. Da gibt es nämlich eine Webseite, Finwiz, und dann kann man hier QQQ eingeben. Da kann man auch eine Tesla eingeben oder Apple oder was auch immer man für eine Aktie checken möchte. In dem Fall ist es ein ETF. Und dann gibt es hier solche Informationen wie das Average Volume, also das durchschnittlich gehandelte Tagesvolumen. Das liegt bei 51,5 Millionen, also um 50 Millionen. Und man kann sehen, jetzt in Bezug besonders auf die jüngste Vergangenheit, Anfang Dezember, als diese Zinsspekulation begann, diese Turbulenzen auch potenziell am Zinsmarkt, da begann sich das Volumen hier deutlicher zu erhöhen. Also es kam zu einer zunehmenden Aktivität und über die Handelstage, über die Feiertage dann natürlich, den Jahresschluss und dergleichen nahm das wieder ab und zog dann wieder sehr deutlich an in den Bereich zuvor. Also das ist so ein Indiz meiner Einschätzung nach, dass es hier offensichtlich zu verstärkter Action kommt. Und ich persönlich muss gestehen, besonders vor dem Hintergrund, wie gesagt, dieses sehr bärischen Bias und dieses grundsätzlich sehr stark Einpreisen jetzt einer hawkischen Fed, dass ich hier eine Umverteilung von wirklich Schwachen in starke Hände sehe. Also viele, die im beispielsweise Tech-Titel gehalten haben über längere Zeit, in dem Fall ist jetzt der Q, sind die Qs natürlich das übergeordnete Bild abbilden, viele, die Einzeltitel eben haben, die auch beispielsweise wie eine Roku oder eine Peloton oder eine Zoom oder und. Einfach massiv unter Druck geraten sind, weil die sehr weit ihren Wachstumsaussichten vorweggelaufen sind. Die haben halt jetzt in diesem Zusammenhang massive Abschläge gesehen, Größenordnung 70% und größer. Also in dem Fall ganz besonders ein Blick lohnt an der Stelle auf den ARK Innovation ETF. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt gerade notiert. Wir können mal ganz kurz Folgendes machen. ARK Innovation, die zeichnen das ja hier so. 77 Dollar. Nicht schlecht. 77 Dollar. Also mal gucken, haben wir hier einen Chart?
Ja, also sehen einen regelrechten Meltdown und das schon seit Anfang November. Ne? Also hier war die Earnings Season. Ich erinnere mich jetzt gerade dran, am 4. hatten wir gestern beispielsweise Roku. Roku deswegen relevant, weil Roku ist innerhalb dieses ETFs mittlerweile na, nur noch die Nummer 4 nach den jüngsten Abschlägen. Teladoc konnte sich ein bisschen stabiler präsentieren. Zoom ist jetzt auf Platz 2 vorgesprungen. Tesla war die einzige Aktie in dem Kontext, die eben im Wachstumsbereich noch hat outperformen können, hat den ETF im übertragenen Sinne über Wasser gehalten. Aber zurückkommt hier auf diese Entwicklung. Das waren dann halt diese Enttäuschungen, die zunahmen in dieses sowieso restriktivere geldpolitische Umfeld, in das wir uns hier bewegt haben. Das waren dann eben Earnings Releases, die eben hier an der Stelle ganz klar gezeigt haben, nun ja, Wachstumsaussichten stagnieren eher, sind immer noch gegeben, aber liegen unter dem, was der Markt größtenteils erwartet hat. Und da hat sich dann infolgedessen eben ein starker Abgabedruck hier ergeben. Die Aktien, die sind, ich weiß gar nicht, wo habe ich es gestern gesehen? Ich müsste jetzt wirklich schauen, aber es ist ein Blutbad in Anführungsstrichen. Also sehr martialisch ausgedrückt, aber rein rot. Es gibt keinen Titel, der in den letzten, also innerhalb dieses Portfolios, der innerhalb der letzten Monate in irgendeiner Form positiv performt. Auch eine Tesla beispielsweise sieht ja Abschläge derzeit. Im Umfeld kann sich dem übergeordneten Bild trotz des starken fundamentalen Ausblicks nicht entziehen. Aber hat in diesem Zusammenhang eben deutlich weniger Abschläge gesehen als beispielsweise eine Peloton, Zoom etc. pp. So, ergänzend hierzu sieht natürlich auch entsprechend dieser ETF massive Kapitalabflüsse. Ich müsste mal kurz schauen, ob wir die hier auch haben. Mal gucken. Exposure, Regions, nee, Fund Documents, Factory Premium Discount. Ob das hier eingefangen ist. Also es sind auf jeden Fall massive Kapitalabflüsse. Die wir hier sehen, logischerweise, was natürlich dann ergänzend dazu noch Abgabedruck in den sowieso schon Beaten Down Names eben tatsächlich findet. Hier Net Assets. Net Assets, Moment, 16 Milliarden, von wann ist das? Ich glaube, zwischenzeitlich ist der jetzt sogar nochmal darunter gefallen. Ist das up to date? Na gut, also Details. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass wir in diesem Zusammenhang eben im Tech-Bereich massive Abschläge gesehen haben, die natürlich auch allgemein zu einer Art Panikmodus einfach schlichtweg beitragen. Und solche Panikmodi, besonders in Kombination mit diesem erhöhten Volumen und diesem Umverteilungs, dieser sogenannten Distribution, die da stattfindet, das ist durchaus etwas, das sollte man wahrnehmen. Also nicht, dass ich jetzt hier in irgendeiner Form nicht erkennen würde, dass wir auch auf hohem Niveau eine Konsolidierung schon seit geraumer Zeit sehen und auch das eine Distribution natürlich der Starken in die schwachen Hände nach sich ziehen könnte und wir eventuell noch lange nicht fertig sind. Aber wirklich eintrüben würde sich mein Bild eben tatsächlich erst an der Stelle, wenn wir in dem Fall deutlich unter halt die 200-Tage-Linie fallen würden. Und das müssen wir jetzt mal abwarten. Also, wie gesagt, hier haben wir die 200-Tage-Linie. Tagesschlusskurs unterhalb aktiviert mindestens die Region 14,7. Eventuell sogar macht nochmal Abschläge bis 14.300 Punkte denkbar. Aber vieles eben, was diese Abwärtsbewegung der jüngeren Vergangenheit, besonders seit Jahresbeginn, also man kann es ja sehen, wir toppten aus, um eben die Region um die Allzeithochs am 4. Januar und sahen von dort dann entsprechend scharfe Abschläge. Vieles von dem, was dort eben der Treiber war, findet sich im Zinsmarkt und findet sich eben in der jetzt zunehmenden Spekulation eines restriktiven geldpolitischen Kurses. Also hier nochmal eingefangen mit dem Fed Watch Tool. Wir sehen, eine Zinsanhebung wird mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit erwartet. Dazu nehmen wir diese zwei auf. Der aktuelle Balken 0 bis 25 an der Stelle Basispunkte. Verzeihung. Einen Moment. Der ist gar nicht mehr aufgefangen, aufgelistet. Und was wir jetzt hier halt sehen, ist an diesem Zusammenhang, dass sogar 6 dieser 100 Marktteilnehmer in Anführungsstrichen, um das mal bildlich einzufangen, hier sogar 50 Basispunkt Zinsanhebung sehen. Ich glaube, dass das nicht stattfinden wird. Der Markt aber eventuell, wenn ich mir besonders jetzt diese aktuelle Entwicklung anschaue, irgendwie doch teilweise einpreist. Und genau das, dieses Einpreisen dieser übermäßigen Hawkishness, könnte es dann nämlich ganz genau sein, der dann diese sehr scharfe Gegenbewegung im Tech-Bereich kurzfristig jedenfalls auf den Weg bringt. Nochmal, das bedeutet nur, dass wir kurzfristig eine Gegenbewegung zu sehen bekommen. Das heißt nicht, dass sich hier dann plötzlich das übergeordnete Bild in irgendeiner Form aufhält. Selbst wenn wir jetzt hier einen Rücklauf in Richtung bzw. in diese Range zu sehen bekommen, über dann in dem Fall die 15.500, 15.600er Marke, wären wir allenfalls erstmal nur in neutralen Gefilden. Wir hätten größeren Schaden abgewendet, weil wir eben dann in dem Fall die auch untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung bzw. besonders die 200-Tage-Linie haben halten können. Aber nichtsdestotrotz, eine wirkliche Aufhellung sehe ich eigentlich weiterhin erst mit einer Rückeroberung der 16.000er-Marke. Und
Ja, jetzt in dem Zusammenhang, besonders dann im Hinblick auf die Performance in Anführungsstrichen, beziehungsweise welche Titel da am vielversprechendsten sind, wie gesagt, was ich immer noch erstaunlich finde, ist diese extrem starke Vorstellung, die wir hier in Tesla zu sehen bekommen. Also während alles tiefrot ist, auch Tesla kann sich hier sicherlich nicht dem übergeordneten Markt entziehen. Also ist auch dann den globalen makroökonomischen Triggern sicherlich unterlegen. Aber wir können die Ausbruchregion hier um $900, das ist von Ende Oktober, als dieser Herzdeal über den Ticker lief und so weiter, wir können diese Region locker halten. Und das ist ein extrem starkes Signal, besonders wenn man jetzt die Kombination eben nimmt, dass man einerseits dann auch noch sieht, dass man sagt, okay, wir hatten starke Deliveries am Anfang des Monats, am 2. Januar, das hat ja dann dazu geführt, dass wir hier dieses massive Gap-Up zu sehen bekommen haben und wir rollten dann über, aber weniger, weil sich das fundamentale Bild in irgendeiner Form für die Aktie eingetrübt hat, sondern einfach, weil dort eben dieser Tech-Meltdown stattfand, dieser stark anziehende US-Zins sich gezeigt hat und in dem Zusammenhang eben das nochmal eine Rücksetzer in Richtung der Tausender-Region gab, einen ganz klaren Gap-Close auch gab. Aber ich sage, ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass besonders wenn jetzt am 26., also nächste Woche Donnerstag Mittwoch nachbörslich, die Earnings veröffentlicht werden, die outstandingly good sein werden. Also ich glaube, dass die Erwartungshaltung seitens der Wall Street massiv hier unterpreist, Gewinn pro Aktie an der Stelle ganz besonders, auch die Wachstumsaussichten, die Guidance für das komplette Jahr, dass das besonders dann auch in einem zusätzlich sich aufhellenden Bild, sollte sich das so herauskristallisieren, dass das eben dann für Tesla der Trigger für einen Push in Richtung der 1200 beziehungsweise vielleicht sogar höher ist. Also CRV-technisch finde ich den Trade ziemlich interessant, weil du weißt auch relativ zügig eigentlich, wann du falsch bist. Das wäre nämlich just in jenem Moment der Fall, wenn wir hier unter diese, ich nenne sie jetzt mal so eine Art Übertreibungstief vom 7. Januar, also von vor rund zwei Wochen rutschen. Ne? Cool. 10. ja, doch, das war letzte Woche Montag, um 89. Da weiß ich, dass ich falsch bin. Handel aktuell um 1030, das sind also $50 an der Stelle maximales Risiko, was ich habe. Wenn wir unter dieses Niveau rutschen, ist ein Retest und dann auch Fall teilweise unter die 900 durchaus realistisch. Das würde allerdings, wie gesagt, hauptsächlich getragen durch das übergeordnete trübe Bild. Auf der Oberseite hast du eine Chance an der Stelle, also eine Attacke aufs Allzeithoch in den Folgetagen auf die Earnings nächste Woche, dann Donnerstag, Freitag, beziehungsweise in den Monatsschluss hinein. Dafür müssten wir nach Möglichkeit oberhalb von 1100 US-Dollar meiner Einschätzung nach schließen oder in die Earnings reinkommen. Mal abwarten, ob das gelingt. Wenn das gelingen sollte, wie gesagt, dann haben wir auf der Oberseite eine Chance, in dem Fall von den Niveaus von mindestens $200, vielleicht sogar 250 neue Allzeithochs, 1300. Und das ist natürlich dann schon ein attraktives CRV. $50 Risiko bei 200, $250 Chance bist du beim CRV von 4, 5 zu 1 tatsächlich. Und weißt, wie gesagt, auch relativ zügig eben, wann du hier falsch bist. Und oder relativ konkret eigentlich, wann du falsch bist. Und deswegen finde ich das ein ganz interessantes Play. Alternativ dazu nochmal Roku. Auch deswegen Thema, also ihr könnt das nämlich hier sehen. Wenn man jetzt eine Tesla nimmt gestern, minus 1,88%. Der übergeordnete Markt hat in dieser Range ebenfalls Abschläge gesehen und Tesla konnte sich lange Zeit über den gesamten Tag eigentlich stabil präsentieren. Hat sogar zwischenzeitlich kurz nach der Eröffnung, nachdem wir hier diese Tiefs haben halten können von letzter Woche Freitag, eine Attacke auf die 1070 gesehen. Kippte dann über, konnte sich dem übergeordneten Marktdruck nicht widersetzen, schloss dann auch hier im Bereich dieser 1030er Region. Aber immer noch oberhalb der Eröffnung, die um ungefähr 1020 lag. Also nichtsdestotrotz im Vergleich zum Schlusskurs von letzter Woche Freitag, der lag um 1050, eben ein kleines Minus. Roku hat, und das ist der Schlusskurs von gestern, hat tatsächlich nahezu unverändert geschlossen, trotz dieses Meltdowns. Also nicht, dass die Aktie schon seit geraumer Zeit massiven Abgabedruck gesehen hat, aber nichtsdestotrotz die gestern von mir thematisierte bullische These oder dieses skizzierte Szenario mit dem Bounce in Richtung der 200er Region aus den aktuellen Gefilden mit einem knappen Stop unterhalb von 150, gegen die 150 vielleicht. Wir sind im Bereich nicht ganz angelaufen. Also wir haben tatsächlich hier die 160 dann schon halten können. Das ist eigentlich ein erstes positives Signal. Aber hier bleibt es eben dabei, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass vieles eines negativen Quartalsberichtes oder eines nicht ganz so attraktiven Wachstumsausblickes eben für das Unternehmen dann für die kommenden Monate hier vielleicht eingepreist, vielleicht auch überpreist ist, vielleicht diese Enttäuschung nicht ganz so bestätigt wird und das in einem gesamt sich vielleicht kurzzeitig korrektiv zeigenden Markt könnte dann in die Earnings hinein vielleicht auch
eine Reaktion gegen die 200er-Region nach sich ziehen. Also Roku scheint ein bisschen in Anführungsstrichen ausgebombt und hat sich im Gesamtkontext gestern besonders in diesem starken Abgabedruck relativ stark präsentiert. Also wäre auch ein mögliches Play, welches hier interessant ist. Und dann natürlich noch der Blick auf Activision beziehungsweise auf Roblox und dieses massive Gap, was wir gestern hier in Activision Blizzard gesehen haben. Also ich bin kein Gamer, deswegen, aber ich musste nur Activision Blizzard sagen, in Gegenwart meiner Frau und sagte, ja, World of Warcraft. Ja, das hat sie mal gespielt und insofern, also war mir dann auch klar, okay, das ist eine größere Nummer tatsächlich. Während Roblox zum Beispiel im Zusammenhang mit meinem Neffen mal ein Thema war, also von der Firma hatte ich noch nie was gehört. Die sind ja jetzt jüngst an die Börse, also letztes Jahr an die Börse gegangen. Und zu Beginn des Jahres 2021 sprach ich dann mal mit meiner Schwägerin und die sagte, also auf die Ankündigung, ich weiß gar nicht, was ich mit Roblox, wie das Thema zustande kam, die auch nichts mit Finanzen zu tun oder sonst dergleichen, aber Roblox war sofort ein Thema. Und aus diesem Zusammenhang Gaming und dergleichen, es ist also aktuell offensichtlich in der, ich sag mal, nachfolgenden Generation ein Riesenthema. So möchte ich es vielleicht mal an der Stelle bezeichnen. Und ich sehe gerade übrigens, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Internet, kann das sein? Mal kurz gucken. Hakt ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass das dramatisch ist an der Stelle. Was auch immer der Grund jetzt dafür ist. Kurz einen Augenblick, ich gucke mal eben hier, wie es mit dem Internet aussieht. Eventuell muss ich da nämlich jetzt was ändern. Nee. Alles bestens. Alles bestens. Das ist überraschend. Okay, dann scheint das mit der Streaming-Software vielleicht ein Problem zu sein. Moment, jetzt gucken wir hier nochmal. Einen Moment. Ja, der Upload ist ein bisschen problematisch gerade. Ja, ich hoffe, dass das trotzdem gut gestreamt wird. Also Internet habe ich auf jeden Fall. So viel steht fest, aber wie gesagt, mit dem Upload scheint da jetzt gerade so ein bisschen Schwierigkeiten zu geben. Ja, also ich hoffe, dass das alles gut übertragen wird. Wenn nicht, also diejenigen, die die Aufzeichnung anschauen, die werden davon nichts merken, weil das nochmal separat stattfindet. Aber die, die sich einen Livestream gerade anschauen, die sind vielleicht ein bisschen davon betroffen. Also zurückkommen zu Activision und zu Roblox. Also gestern, wie gesagt, wir haben zwar diesen übergeordneten Druck des Markts, also wir hatten potenziell auch Marketplace, die ein Thema waren, aber eben im Einzeltitelbereich ist das extrem dünn. Earnings Season steht jetzt zwar an, aber die läuft langsam an. Goldman Sachs ist jetzt nicht unbedingt die beste Trading-Aktie, hat gestern Earnings durchwachsen präsentiert, hat er Abgabedruck gesehen. Heute dann Bank of America, morgen Stanley. Aber das sind eben Financials, wo ich sage, ja, die könnten kurzfristig durchaus interessant sein, ausgehend von den Entwicklungen im Zinsmarkt und ihre natürliche Korrelation zu Zinsen. Aber nichtsdestotrotz, die Big Tech Names, die kommen dann ab nächster Woche, beziehungsweise eigentlich auch schon morgen nachbörslich mit Netflix. Mal schauen, wie sich dort dann das Trading-Bild darstellt. Aber zunächst einmal sah das dünn aus. Ja, und dann habe ich eben plötzlich die News über den Ticker laufen sehen, die alle plötzlich in Aufruhr versetzt hat, nämlich Microsoft sets record for biggest tech deal ever, topping Dell EMC Merger. Da steht noch nicht mal Advi oder Activision Blizzard drin. Also, es ist jetzt tatsächlich der größte Tech-Deal, den Microsoft hier anstößt, aller Zeiten, ja, im Gegenwert von 69 Milliarden, den man in Cash wohl über die Bühne bringen möchte, um eben die Firma zu kaufen, Activision Blizzard. Also Anbieter von Gaming-Lösungen, wie gesagt, Call of Duty beispielsweise oder World of Warcraft, und haben natürlich eine entsprechend große Database. In dem Zusammenhang kommen dann auch relativ zügig eben beispielsweise Xbox oder PlayStation wohl einem sofort in den Sinn. Und jetzt ist das allerdings erstmal, dass man sich sagt, naja, macht dieser Deal, also aus der Perspektive, ist es wirklich nötig, diesen Gaming-Bereich so zu beackern? Ist der Wachstumsausblick da so stark? Also ich glaube, er ist schon attraktiv. Das wird sich auch sicherlich dann widerspiegeln in der Entwicklung in Roblox. Aber im Hinblick auf besonders diese Metaverse-Geschichte und die Positionierung der Big Tech Names in diesem Bereich, besonders von Facebook, sollte man nicht unterschätzen, dass dieser Gaming-Bereich eben eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen wird. Also meine Frau zum Beispiel sagte sofort intuitiv, ohne jetzt irgendwelche Details von mir überhaupt präsentiert, sagte, es ist ja perfekt, bei World of Warcraft ist es so wohl, dass man alles kaufen kann, in Anführungsstrichen, also sprich, man kann da sogar heiraten oder was weiß ich, was man alles für sagen kann. Also man hat ein digitales Leben, was man sich im übertragenen Sinne aufbaut. Also ich habe das nie gespielt, deswegen hört sich das jetzt vielleicht ein bisschen holprig an, wenn ich dazu was sage. Aber
Genau dieser Gedanke spielt natürlich in dieser Metaverse-Geschichte eine Riesenrolle. Und deswegen gibt es sogar erste Stimmen, die jetzt laut werden, die sagen, dieser Schritt von Microsoft, diesen Gaming-Giganten, der übrigens verhältnismäßig günstig jetzt zu haben war, infolge diverser Verwerfungen, die da wohl über die letzten Monate stattgefunden haben, der bringt sie sogar, also Microsoft an der Stelle, bringt Microsoft sogar vor Facebook im Hinblick auf die Entwicklung Metaverse. Und das ist ein unglaublich interessantes Play gerade, was aber ausgehend von der Größe des Deals natürlich dann auch Sorgen aufkommen lässt, dass zum Beispiel hier nicht nur Activision's Shareholders mitspielen, also das heißt die Aktionäre, die müssen an der Stelle auch noch ihr Go geben, das wird wahrscheinlich ein eher kleines Problem, aber an der Stelle, also besonders wenn man sich überlegt, dass der Deal zu $95 die Aktie über den Ticker läuft, den Ticker gelaufen ist gestern stattzufinden und wir in dem Fall hier einen Schlusskurs letzte Woche Freitag von 65 gesehen haben. Also das heißt, mehr als 30% Aufschlag wird hier von Microsoft pro Aktie gezahlt. Das ist schon Premium, also das heißt entsprechend ein hoher Aufschlag, den man hier willens ist zu kaufen oder zu bezahlen. Aber man wird sich vielleicht gefragt haben, wenn der Deal zu 95 über den Ticker über den durchgehen soll, wieso sieht dann die Aktie hier gestern allenfalls einen Push in Richtung 85? Also in der Vorbörse wurden wir sogar, das kann man hier sehen, ich will das mal ganz kurz zeigen, da wurden wir sogar bei 92 gehandelt. Aber wie kann es denn dann sein, dass wir den Tag beschließen zu 82 und auch jetzt kein starkes Aufwärtsmomentum sehen? Also hier sieht man, da kommt dieses Announcement, $93. Und von dort setzen wir zurück, werden gestern im Tief bei 81,50 eben tatsächlich gehandelt. Wie kann denn das sein? Und genau da kommt ein ganz wichtiger Aspekt zum Tragen, nämlich, dass natürlich auch Regulatoren hier an der Stelle durchaus noch ein Mitspracherecht haben. Es könnte durchaus sein, dass man hier vielleicht eine zu starke Konzentration eben vielleicht dieses Gaming-Bereichs, Stichwort eben Kartell oder sonst dergleichen, auf eine Firma oder auf wenige Firmen, an der Stelle ist es an eine Firma, entsprechend zu sehen bekommt und deswegen es ein Nein gibt. Das ist eine ähnliche Entwicklung, wie wir zum Beispiel Nvidia mit ARMS hier zu sehen bekommen haben. Das ist dieser Anbieter unter anderem von zum Beispiel Chips im Hinblick, die in allen Smartphones verbaut sind und die natürlich dann hier Nvidia in eine unglaublich komfortable Situation im Bereich Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, bringen würden. Und es war auch jüngst, waren auch schon diverse Deals, die torpediert worden sind, beziehungsweise mediale Aufschreie im Hinblick auf Facebook oder auf Google, im Hinblick auf die Ad-Kampagnen, also das heißt Advertisement oder Marketing und entsprechend eben hier in dem Zusammenhang kommt so ein bisschen ja, die Sorge auf vielleicht, dass dieser Deal nicht durchgeht. Also so könnte man diese gestrige Korrekturbewegung eben hier erklären. Bei genauer Betrachtung fällt aber eben auch auf, dass Microsoft bis jetzt sich dieser Attacke auf Big Tech in Anführungsstrichen so ein bisschen hat entziehen können. Also das heißt etwas anders formuliert, man hat hier offensichtlich nicht unbedingt Microsoft ins Visier genommen eben in dem Zusammenhang. Und das heißt etwas anders formuliert, vielleicht ist das ein Indiz, dass dieser Deal durchgehen könnte und vielleicht hat man auch hier aktuell einen attraktiven Einstieg, denn man müsste mir mal vor Augen führen, $95 geht der Deal über den Tisch, in Anführungsstrichen, dann hast du hier Potenzial von $13 roundabout pro Aktie auf der Oberseite, wobei allerdings es ein bisschen schwierig ist, dann mit einem Stop zu arbeiten und auch die Länge des Trades natürlich sich nur sehr, sehr schwer identifizieren lässt, denn dass es so einen Pop auf 95 gibt, würde erst dann passieren, wenn der Deal durch ist, das könnte allerdings einige Monate dauern, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Trade, den man innerhalb der nächsten Tage vielleicht abfährt, oder beziehungsweise sollte man diese Erwartungshaltung nicht unbedingt haben, so will ich es mal formulieren. Was allerdings, und jetzt wird es interessant, was allerdings sich als ähnliches Play anbieten könnte, alleine erstmal nur in Antizipation, dass früher oder später solch eine Akquisition auch eines anderen Gaming-Unternehmens auf den Weg gebracht werden, da kommen wir nämlich zu Roblox. Roblox hat nach seinem IPO hier, wir erinnern uns dran, das war im März 21, also das ist jetzt nahezu ein Jahr her, das ist ungefähr um $70 gewesen, ist diesen IPO-Preis, jetzt sind wir fast wieder angelaufen. Nachdem wir zwischenzeitlich und hier eine fast verdoppelt haben, tatsächlich, das war auch ein sehr, sehr starker Earnings-Release eben tatsächlich, dann kam diese Metaverse-Geschichte durch Facebook kommuniziert im November und wir sahen natürlich dann Roblox als Gaming-Kandidat potenziell davon profitierend, in welcher Form auch immer, und haben dann eben entsprechend hier diesen Drive höher gesehen. Wir haben auch in dem Zusammenhang zum Beispiel Aufschläge meines Wissens nach in AMD zum Beispiel gesehen, weil die zum Beispiel eine
Wo war es? Ja, hier so ungefähr, ja. Da kam es nochmal zum Ausbruch auf neue Allzeithochs, weil die natürlich im Hinblick auf die Versorgung mit Hochleistungschips beispielsweise eine ganz wesentliche Rolle spielen, tatsächlich. Und auch Nvidia hat in dem Zusammenhang dort einen starken Drive gesehen. Also anders formuliert, alles, was im Hinblick auf Metaverse gerade eine Rolle spielt und alles, was dann Zulieferern oder an Profiteuren eben sich herauskristallisiert, das scheint eine ziemlich heiße Sache zu sein. Und Roblox spielt in dem Zusammenhang eben auch eine Rolle. Initial haben wir zwar einen Pop auf der Oberseite gesehen, aber haben dann eben auch in den Abend hinein deutlich einen Abgabedruck gesehen. Aber ich glaube, dass so eine Akquisition von Roblox noch nicht zwangsläufig vom Tisch ist in den kommenden 12 Monaten. Und also zum einen lässt sich das eben, wie gesagt, argumentieren, dass sich dann auch Giganten wie Apple, Amazon beispielsweise oder auch Google sicherlich irgendwie fragen werden, wie können wir uns hier in diesem starken Wachstumsbereich positionieren. Hinblick Apple. Na, ich weiß, also Apple sitzt auf einem Riesenberg an Cash. Das heißt also, für die ist nicht nur Roblox wahrscheinlich sogar ein attraktiver Kandidat dann an dieser Stelle, sondern vielleicht auch im Bereich Electric Vehicle. Da kommen wir jetzt relativ zügig zu Lucid, aber jetzt wollen wir nicht zu viel hier auf den Plan rufen. Aber auf jeden Fall stellt sich natürlich für diese Tech-Giganten dann die Frage, wie kann ich mich optimal hier positionieren? Roblox wäre dann an der Stelle ein attraktiver Übernahmekandidat, den man auf dem Schirm haben sollte. Und nicht nur aus diesem eigentlich relativ logischen Gedanken, sondern auch aus diesem in Anführungsstrichen Insider-Trading-Gedanken. Wir erinnern uns nämlich dran, ich hatte letzte Woche ja diese Geschichte hier mit den US-Kongressabgeordneten auf den Plan gerufen und hatte das mal, bin durchgegangen, hat gesagt, es ist moralisch durchaus verwerflich, auf Insider-Informationen zu traden und dergleichen, besonders in dieser verantwortungsvollen Position als Politiker. Aber was eben auch dann an der Stelle, wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt, klar war, ihr fragt euch natürlich, warum ist jemand wie Nancy Pelosi, als eine der erfolgreichsten Traderinnen übrigens im Hinblick auf die Performance in Relation zum Spider, warum nutzt die denn, oder warum positioniert sich gerade in den Aktien, die sie hier entsprechend offensichtlich ausgewiesen hat, die sie in ihr Portfolio aufgenommen hat. Also, sie kaufte im Gegenwert von 3,5 Millionen Call-Optionen, also nicht sie, sondern ihr Ehemann war es an der Stelle, Paul Pelosi. Und sie hat unter anderem Alphabet, also Strich Google, Roblox, aber auch Disney zum Beispiel gekauft. Und besonders bei Roblox, weil ich das eben im Hinterkopf hatte, sind gestern bei mir so ein bisschen die Alarmglocken angegangen. Der Trade, also das, was hier rausgegangen ist, war, dass sie tief in the money liegende Calls gekauft hat. Also das heißt eigentlich Calls, die einen größeren Hebel verschaffen im Hinblick auf die Positionierung ihrerseits. Und diese dann Laufzeit hatten, die relativ weit war, also über ein Jahr betragen hat. Also diese Call-Optionen, die da gekauft worden sind, war im Early 2023. Das war im Hinblick hier thematisiert von Salesforce. Was spannend war, und daran erinnere ich mich auch, weil ich mir das nämlich durchgelesen hatte, war, dass Roblox meines Wissens nach, also ich erinnere mich an keinen anderen Titel, die einzige Out-of-the-Money-Option war. Und der Strike, den sie hier genutzt hat, das waren 100 Call-Optionen in Roblox. Das geht hier aus dem Artikel nicht hervor, aber der lag wohl bei $100. Als dieser Artikel, also das war Ende Dezember letzten Jahres, da haben wir hier zunächst lange Zeit, eigentlich die letzten 2 Handelswochen, im Bereich um $100 konsolidiert und brachen dann zu Jahresbeginn eben tiefer. Aber das war out of the money bis at the money call. Also das heißt, der Basispreis, der war nicht aggressiv irgendwie gewählt in dem Fall, dass in the money Positionen aufgebaut worden sind, länger laufend oder dergleichen. Und wenn ich mir jetzt besonders anschaue, dass wir seit dieser Disclosure mehr als 25% hier in der Aktie verloren haben auf der Unterseite. Also das heißt, jetzt um $75 und dem IPO-Preis eben tatsächlich traden und ich diese Information habe, dann kann ich durchaus zu dem Schluss kommen, dass ich sage, vielleicht weiß Frau Pelosi hier mehr. Vielleicht weiß, oder Herr Pelosi oder wie auch immer, wer da vielleicht Bescheid weiß, aber vielleicht sind die sich darüber im Klaren, dass da im Laufe der kommenden 12 Monate, Stichwort Metaverse, eventuell ein Merger angekündigt wird, der dafür sorgen wird, dass dann in dem Fall diese Akquisition, dann dieses Gaming Giganten Roblox, ähnlich wie Activision Blizzard eben, über den Ticker läuft, durch wen auch immer, dass dieser Preis dann substanziell oberhalb von $100 wird und dass diese Call-Option eben dann sehr, sehr profitabel für die Herrschaften eben tatsächlich ausgeübt werden können. Das ist rein spekulativ, aber durchaus etwas, was im Gesamtkontext interessant wird. Also Gaming-Stocks könnten durchaus ein ziemlich heißes Pflaster gerade sein in dem Zusammenhang. Und was ich eben auch interessant fand, war beispielsweise, dass sie in dem Zusammenhang, also jedenfalls so, wie ich es gesehen habe, wir hatten eben hier auch Micron zum Beispiel in dem Fall, also dieser Chip-Hersteller zum Beispiel an der Stelle, Konkurrent von AMD, also MU ist das Kürzel von denen.
Ich sehe hier keine Moderna oder so. Also, oder keine Novavax oder keine. Ich meine, das sind natürlich auch nochmal etwas hoch spekulativere dann Bets an der Stelle mit einem Pharmaunternehmen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise auf ein Fortbestehen dieser Pandemie spekulieren würde oder dass weiter Impfstoffnachfrage gegeben ist durch die einzelnen Staaten, infolgedessen eben Impfstoffe dann kontinuierlich auch nachgeliefert werden, weil Impfpflichten durchgesetzt werden und so weiter. Ich würde da eine andere Kursentwicklung sehen als oder erwarten, als wir sie aktuell zu sehen bekommen. Ich will es nicht ausschließen, dass da etwas in Richtung auch Impfpflicht und dergleichen kommt. Aber was ich eben hier, das hatte ich auch letzte Woche schon gesagt, was ich eben hier sehe, ist Kapitalabflüsse. Also der Wachstumsausblick, der scheint zumindest kurzfristig nicht mehr so attraktiv gesehen zu sein von Seiten diverser Finanzmarktteilnehmer. mRNA ist ein Riesengeschäftsfeld, besonders im Hinblick auf Krebsforschung beziehungsweise Impfstoffe, auch gegen Krebs, Prävention, Behandlung von Krebs und so weiter, wie ich das in einem Gespräch mal mit einem Pharmazeuten mich habe so ein bisschen ins Bild setzen lassen. Aber nichtsdestotrotz, in Bezug auf Impfstoffe ganz besonders, scheint zumindest aktuell definitiv die Luft raus zu sein. Also wenn hier weiter auf ein Fortbestehen dieser Pandemie gespekuliert würde, dann würden wir meiner Einschätzung nach eher Kapitalzuflüsse sehen, auch seitens dann entsprechender Politiker besonders. Ich meine, das ist natürlich jetzt noch ein bisschen weitreichender, weil wir nicht wissen, wie das Risikoprofil dann dieser jeweiligen Politiker, in dem Fall von Pelosi ist oder dergleichen. Nichtsdestotrotz, Gaming-Metaverse scheint eher so der heißere Bereich aktuell eben tatsächlich zu sein, der sich herauskristallisiert, neben Stichwort auch Elektromobilität beispielsweise, Lucid gerade. Also das sollte man durchaus mal so auf dem Schirm haben, das sind einfach nur so Gedankenanstöße. Also das sind jetzt keine konkreten Ideen, die ich da irgendwie in irgendeiner Form formuliere, aber einfach mal so, wenn ihr sagt, was könnte man machen, wo wäre es vielleicht ganz interessant, setzt natürlich voraus, das übergeordnete Bild bleibt stabil, wir bekommen hier nicht den großen Tech-Crash oder wie auch immer wir das dann formulieren, zu sehen. Das könnten eventuell ganz interessante Bereiche sein, wo ihr mal ein bisschen mit dem Research auch entsprechend vielleicht zu ganz chancenrisikoverhältnistechnisch attraktiven Ideen eben tatsächlich kommt. Wir gucken ganz kurz auf Gold und natürlich dann auch auf Silber. Ich gucke übrigens ganz, ganz kurz mal in die Chatbox. Ich glaube, der Stream ist jetzt wieder... Der Stream müsste jetzt wieder super sein. Also zumindest kriege ich jetzt hier die Meldung. Also der ist wieder grün jetzt bei mir hier, jedenfalls die Software. Jetzt sagt er wieder ein bisschen. Ja. Ich hoffe, dass ich gut gestreamt werde. Ich hoffe, dass man mich und meine Gedanken, dass man die gut hören kann. Also, ein kurzer Blick auf Gold. Gestern, mal gucken, 18. Genau, da gab es einen kurzen Flashout auf der Unterseite. Das war 14 Uhr. Genau, das war, glaube ich, der New York Fed Index. Habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich gucke mal ganz kurz. New York Fed Empire Index Survey. Ich weiß es nicht. Empire State Manufacturing, kann das sein? Januar Report. Ich habe nur im Durchlaufen habe ich gesehen, dass irgendwie Zero Hedge. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Dass der irgendwie sagte, dass der katastrophal schlecht war. Was eigentlich ja für einen bullischen Verlauf in Gold spricht. Kurzzeitig ein Flash auf der Unterseite, der dann aber sofort aggressiv zurückgekauft wird. Also nicht sehr stark aussagekräftig. Eigentlich im Blick jetzt auf den weiter zu erwartenden geldpolitischen Kurs seitens der Fed. Empire State Survey of New York. Economy turns negative for first time in 20 months. Also seit 20 Monaten, seit Corona, sehen wir hier eine Negativ-Headline. As Omicron strikes. Also das heißt, die neue Variante bringt hier diesen Datensatz ins Wanken. Okay. Grafik haben wir dazu gar nicht. Also auf jeden Fall gestern 14 Uhr veröffentlicht worden. Das heißt also, etwas anders formuliert, das erklärt dann hier diesen kurzen Spike, aber es hat keine technische Veränderung nach sich gezogen. Das Bild bleibt für Gold identisch mit Ausbruch auf der Oberseite. Ich muss tatsächlich sogar sagen, ich bin jetzt vielleicht sogar noch bullischer, als ich es sowieso schon im Hinblick auf Gold war, weil wir auf die aktuell stark anziehenden Zinsen und die recht stabile Inflationserwartung eigentlich, die ich dann übrigens daran ablese, auch dazu ganz kurz einen Blick, US Real Yield, das ist die Realverzinsung. So, Current Month, hier können wir sehen, 10 Jahre, eher rückläufig sogar tatsächlich von den Jahresbeginn. Also da sind wir minus 0,97%, also fast eine Realverzinsung von minus 1% und sind jetzt hier 40 Basispunkte tiefer, bei minus 0,6. Das bedeutet etwas anders von mir, 10-jährige Zinsen steigen, während zeitgleich die Inflationserwartung
ihr keine damit nicht standhält oder damit nicht Momentum zusätzlich aufnimmt, so möchte ich es bezeichnen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, eigentlich erwartest du in solch einem Umfeld Gold unter Druck, dass Gold nicht unter Druck ist, sondern dass sich Gold hier deutlich oberhalb von 1800 eben stabilisieren kann, ist meiner Einschätzung nach ein Zeichen relativer Stärke. Und wir sollten uns über kurz oder lang wohl darauf vorbereiten, einen Breakout hier über die 1830 zu sehen zu bekommen. Am liebsten natürlich getragen durch einen fundamentalen Trigger. Nicht in Antizipation, sondern ich möchte da gerne sehen, dass die Fed eben irgendwie zum Beispiel den Markt so ein bisschen die Sorge stark anziehender Zinsen oder dergleichen nimmt und dass das der Initiator für diesen Break höher dann an dieser Stelle eben tatsächlich ist. Das wäre so ein Traum in Anführungsstrichen deswegen, weil dieser fundamentale Treiber dann weiteres Momentum bis mindestens recht zügig bis 870 bzw. darüber der 900er Region eben vielleicht sogar höher dann. Stichwort Jahreshochs 2021, Region um 1950 vielleicht sogar frei machen könnte. Bleibt abzuwarten. Ich habe weiterhin keine Position aktuell, weil das charttechnisch nicht attraktiv ist, aber es wird attraktiv bei einem Breakout über die 830. Also ein Buy-Stop in dem Bereich zu positionieren, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee an der Stelle. Wir wissen auch an der Stelle durch den gestrigen Flush hier auf der Unterseite, 800, ja, 805 jetzt. Da wäre der Trade falsch. Also wenn wir einen Spike sehen und dann unter dieses Niveau und unter die 800 kippen, wären wir in einem Trade falsch. Das hieß also, das Risiko dieses Trades läuft sich auf 25 US-Dollar pro Fein Unze ungehebelt. Und Ziel auf der Oberseite, wie gesagt, Region 870, 880 mit einem leichten Überschießen, dann sind wir schon bei 2 zu 1 und dann weitere Ziele auf der Oberseite sind dann eben das CRV nochmal attraktiver gestaltend. Sehr erstaunlich allerdings die Vorstellung hier von Silber. Silber hat diesen Breakout nämlich geschafft. So, die nehmen wir mal hier raus. Über die Region, die wir gestern zum Thema gemacht haben, 23,20, 23,30 ungefähr. Und ganz wichtig, das ist hier oben hier um rechts die Stunde. Wir können diesen Bereich vor allem halten. Also 23, 30, 23, 40, Break drüber und dann können wir dieses Level halten. Wir haben gestern auch hier kurzzeitig ein bisschen Schwankungen gesehen, 14 Uhr. Aber dann kam eben ein unglaublich starker Kaufdruck auf. Also wenn man im Future geschaut hat, ich habe da eine Grafik gesehen, da haben wir ein unglaublich hohes Volumen gesehen, also Kaufvolumen, was ein sehr starkes Signal ist, dass da eben verstärkt Käufer jetzt offensichtlich sich positionieren. In Verbindung mit diesem Breakout ist das natürlich brisant, weil sieht nach erstmal einer Art in Anführungsstrichen Real Deal aus, also dass das ein Break ist, der gekommen ist, um zu bleiben, muss man so zu formulieren. Aber ich bin weiterhin noch deswegen reserviert, weil wir eben diese Abwärtstrendlinie noch hier vor uns sehen. Und wir haben auch schon jüngst solche Breakouts gesehen. Wir erinnern uns daran, das war zum Beispiel hier im November. Da hatten wir so eine Widerstandsregion herausgebildet, das war um 24,70 ungefähr. War relativ stark. Da kam hier ein sehr starker Break zustande und dann scheiterten wir eben recht deutlich eigentlich hier an der 200-Tage-Linie. Aus dem Grund ergibt sich auch hier diese Abwärtstrendlinie. Deswegen muss ich sagen, bin ich da so ein bisschen noch zurückhaltend. Also für ein wirklich bullisches Bild für Silber möchte ich nach Möglichkeit mindestens einen Bruch dieser Trendlinie sehen, eventuell sogar einen Bruch und Halten oberhalb hier dieser 200-Tage-Linie. Soweit also die Einschätzung zu Silber, obwohl das hier schon ein sehr, sehr starkes Signal ist. Break drüber und halten ist an der Stelle ein klar bullisches Signal. Und wir sollten uns darauf einstellen, dass es zeitnah auf jeden Fall hier einen deutlicheren Kampf seitens der Bullen und Bären im Bereich um 24 Dollar eben gibt. Korrespondierend dann wahrscheinlich auch mit der Attacke in Gold auf die 829, 830er Region. So, okay. Ja, sehr schön. Dann wäre es das soweit erstmal meinerseits gewesen. Okay, jetzt steht wieder alles gut. Ja, tut mir leid, ist ein bisschen nicht so optimal an der Stelle. Guck mal ganz kurz hier, aber hier läuft es auch. Ja, okay. Soweit meinerseits. Bitcoin hatten wir jetzt nicht zum Thema gemacht, hat sich allerdings auch nicht dramatisch verändert. Gestern natürlich dieser erneute Meltdown im Zinsbereich und dergleichen. Wir hatten hier, glaube ich, diese Region zum Thema gemacht. Obwohl, 19. stimmt nicht ganz. Wir hatten diese Region zum Thema gemacht, über die wir uns hier haben zurückerobern können. Die 43er Region, die jetzt dann allerdings über den asiatischen Handel wieder abgegeben wurde. Jetzt sind wir wieder in diese Range gelaufen hier. Schaffen es also nicht, diese Abwärtstrendlinie, diese ganz übergeordnete Abwärtstrendlinie zu brechen, ist nicht das stärkste Signal.
Sollte Risk-On reinkommen, Risikoneigung, Zunahme der Risikoneigung, mindestens ein Bounce im Tech-Bereich, überrollende Zinsen, besonders nächste Woche dann mit der Fed, könnte das dann allerdings bevorstehen, hier dieser Bruch dieser Trendlinie. Das Risiko bleibt aber bestehen, dass wir deutlicher nochmal unter 40.000 fallen und eventuell sogar ein bisschen gefüllt um 30.000 Dollar hier im Bitcoin abverkauft werden. Ja, nicht ganz so interessant wie diversen Einzeltitel und die globalen makroökonomischen Einschätzung jetzt. Und das wäre es soweit meinerseits tatsächlich dann für heute zunächst einmal gewesen. Dann wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting 10.30 Uhr gemeinsam mit Markets hier. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne. Teilt gerne das Video. Lasst gerne einen Kommentar unterhalb des Videos, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Märkten, die wir gerne beobachten sollen, einschätzen sollen, nicht einschätzen sollen. Was noch? Ja, schaut gerne, wie gesagt, im Forum in der Trading-Chatbox vorbei, gerne auch in der Discord-Community. Morgen 10.30 Uhr hören wir uns dann wieder. Also, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.